News der Woche 2023, Woche 24. Wie sind die Kirchentage in Nürnberg verlaufen? Humo möchte KünstlerInnen eine Bühne geben. Der Filmcamp steht vor der Tür. In Vorheim organisiert Timo eine Veranstaltung, bei der er KünstlerInnen eine Bühne bieten möchte. Aktuell findet die Veranstaltung im privaten Bereich statt und nur Freunde und Bekannte haben Zugang zu dem Grundstück. Timo möchte den Jugendlichen eine Kulturerfahrung ermöglichen und hat daher beschlossen, diese Veranstaltung zu organisieren. Also es gibt sehr, sehr viele junge Leute, sehr, sehr viele Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die eigentlich gerne so eine Stätte hätten mit Musik, wo sie abends fortgehen können. Aber dann gibt es nur so, ich sag mal, etwas alteingesessene Läden wie das Paletti oder die Funzel, die relativ gesehen halt doch nicht so attraktiv für junge Leute sind, sondern sich eher ein älteres Publikum widmen. Und ja, deswegen fühlen sich viele junge Leute einfach irgendwie unterrepräsentiert in der Kulturlandschaft hier in Forchheim. Muss man, glaube ich, schon so sagen. Timo und sein Freund, OrganisatorInnen, auch erst 19 Jahre alt, möchte Leben in die Stadt einbringen, weil die Auflagen bei einer öffentlichen Veranstaltung schwierig sind. Bleib ich erstmal privat mit einem Livestream, ist er noch nicht bereit, um echt durchführen zu können. Also wir haben hier verschiedene Künstler mit so leicht veränderten Stilrichtungen, aber hauptsächlich sind es so Rapper, die sich gerne ja so ein bisschen profilieren möchten, ne? Und die gerne auch ihre Kunst hier vorstellen möchten, genau. Und ja, der Großteil ist auch relativ klein, hat ein paar hundert Spotify-Aufrufe oder quasi Abspieler. Einer hat aber auch schon mehrere hunderttausend, also der ist schon etwas berühmter. Und ja, wir freuen uns alle hier begrüßen zu dürfen. Vom 7. bis zum 11. Juni 2023 hatten BesucherInnen die Möglichkeit, die Kirchentage Nürnberg-Fürth zu besuchen. Die Veranstaltung findet alle 2 Jahre an wechselnden Orten statt, unter dem Motto Singen, Beten, Tanzen und Diskutieren wurde über 2000 Veranstaltungen angeboten. Beeindruckende 130.000 BesucherInnen war die Resonanz der Kirchentage in Nürnberg sehr hoch. Die nächsten Kirchentage finden im Jahre 2025 in Hannover statt. Ja, leider war ich ein bisschen zu spät, deswegen gibt es kein Material von den normalen Kirchentage, weil ich die letzten paar Tage ja, was anderes zu tun hatte und nicht vor Ort sein konnte. Somit gibt es auch gar kein Material. Am kommenden Samstag ist es ja schon soweit. Der Film Barcamp findet statt im Parabol in Nürnberg. Und ja, was genau alles da passiert und wie er all wird,
Das sehen wir dann. Ich freue mich schon darauf, und viele andere Filmemacher aus Mittelfranken natürlich auch. Und eine Woche später kann ich euch auch schon mal ankündigen, ist das Creator Barcamp. Da kann ich euch auch noch mal kurz Werbung machen. Da könnt ihr euch sehr gerne noch anmelden, weil echt CreatorInnen aus ganz Deutschland, Welt, keine Ahnung, ist, ihr könnt euch austauschen, miteinander produzieren. Die Veranstaltung ist von 10 bis 17 Uhr. 7 Stunden dauert es. Und für viele ist vielleicht irgendwas mit dabei. Ihr könnt miteinander austauschen, produzieren, Workshop halten, geben. Und ja, damit erstmal viel Spaß. Das waren die nächste Woche von dieser Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.